Heyo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Paper Mario. So, ich habe jetzt die Facecam ein bisschen weiter nach unten gepackt. Ich hoffe, das passt jetzt auch mit dem Kampfsystem. Ja, ich kann die Tür wirklich reparieren. Wie witzig. Die Tür, an dem das Monster da geknabbert hat. Toad Town in Ruinen. Pappmonster auf den Straßen. Ich komme wieder. Lang lebe die Prinzessin. Sonst gibt es ja nichts. Das ist ja schon ein bisschen ernüchternd. So, ich möchte aber noch die eine Warpröhre ausprobieren, die hier. Bringt mich direkt hier hin. Was? Die Brücke ist kaputt? Wie kommen wir denn jetzt in den Pilzpalast? Wir können schließlich nicht einfach in eine Röhre hüpfen und durch den Untergrund bewegen und auf der anderen Seite raushüpfen, oder? Genau das werden wir machen. Oh, ein Shy Guy. Hey, danke für die Hilfe. Du hast einen gut bei mir. Eigentlich könnte ich mich ja direkt bei dir revanchieren mit Informationen. Falls du zum Pilzpalast willst, steig doch einfach in den Kanal dort drüben. Ah, ich vergaß zu erwähnen, dass du einen speziellen Haken brauchst, um da runterzukommen. Ein Freund von mir hat ihn gerade, glaube ich. Er ist ein roter Scheiger wie ich, aber nicht ganz so hübsch. Graffiti-Kanäle, Eingang Toad Town. Okay. Wir brauchen also einen Haken dafür. Ja. Ich sehe dich doch. Lass mich doch... Oh, ich bin out. Oha, das kam überraschend. Haha. Oh, armes Tüftüf. Besiegt. So, jetzt ist aber hier genug. Ist der Weg wenigstens wieder vollständig? Wow. Fort mit dir, du Papiermonster. Ah, du bist's. Danke, dass du uns vorhin gerettet hast. Hier für dich und danke nochmal. Ja, wir werden einfach auf Nummer sicher gehen und auf alle Ewigkeiten hier drinnen bleiben. Viel Glück, Mario. Oh, okay. Okay, den kriege ich nicht auf. Bald startet das Origami-Fest. Ich finde es klasse, mir selbst Notizen zu schreiben. Okay. Wenn du drauf stehst, mach es. Das ist wahrscheinlich der Scheiger mit dem Haken. Lass mich raten, ich soll durch das Fenster durchgehen. War klar.
Weil das Monster wahrscheinlich die Tür versperrt. Aha. Jeha! Wenn es irgendwem gelingen konnte, den größten und widerwärtigsten Goomba überhaupt zu besiegen, dann dir, Mario. Warte mal, du bist rot, genauso wie Steiger. Wie der Steiger, den wir vor kurzem getroffen haben, aber nicht ganz so hübsch. Sorry. Also, hast du vielleicht das Ding, das man braucht, um den Kanaldeckel zu öffnen? Nicht ganz so hübsch. Keine Ahnung, von wem ihr redet, aber den Haken habe ich gerade nicht bei mir. Sieht mal im Hafen im roten Backsteingebäude nach. Das sollte ja noch liegen. Oh, vielen Dank. Sollen wir das mal ansehen, Mario? Können wir gerne machen, aber ich brauche jetzt erstmal ein paar Schnipse. Alles klar. So arbeiten wir uns durch Toad Town. Toads habe ich hier noch keine gesehen. Was ist denn mit dem Steiger da hinten drin? Habt ihr den gesehen? Achso. Nice. Ja gut. So komme ich auch nach hinten. Alles wird gut, Kleiner. Bin ja da. Diese entsetzlichen Riesengumba sind ungefähr zu dem Zeitpunkt aufgetaucht, dass die ganzen Toads verschwunden sind. Außerdem war beim Pilzball ein ziemlich Radau. Was ist denn nur los? Tja. Eine jede Menge, würde ich sagen. Oh, Schnipsel. Nice, danke schön. Huch. Ein Gegner. Der kam unerwartet. Ich hoffe, das passt jetzt mit dem... Ja gut, man sieht den Stiefel, man kann den Hammer dann auch errühren. Von daher passt das schon. Nice. Boah, da gibt es auch viel. Ich sollte vielleicht auch A drücken. Aber ich kann doch nicht mehr so weit fliegen. Also ich glaube, dass hier noch ein Item fehlt. Da komme ich nicht rüber. Zumindest, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so weit springen kann. Ne, die Fenster konnte ich nicht verwenden, ne? So laut in Ordnung? Ich mach's mir hier drin gemütlich, bis diese Dinger da draußen Geschichte sind. Naja, ich könnte dir schon was von dem Kram hier verkaufen, wo ich schon mal hier bin. Ach, was soll es mir jetzt nicht schließen? Bitteschön, eine Kostprobe geht aufs Haus, aber nur dieses erste Mal. Ah.
Oh. Habe ich mir gerade echt ernsthaft langsamer gemacht? Das wollte ich eigentlich nicht. Ah, das sind die, die eine Kugel schießen, ne? Wie heißen denn die? Armes Tiff-Tiff. Armes, armes Tiff-Tiff. Was ist denn das hier? Seilbahn zum Panoramaberg. Ich glaube, da bin ich noch zu früh. Keine Seilbahn, bald gehen uns die Süßigkeiten aus und die gute Laune schickt Hilfe und Süßigkeiten. Aber ich glaube, das ist das rote Backsteinhaus, was er gemeint hatte, ne? Wo wir schon mal waren. Wo ich nicht weiterkam. Oh, da ist was drin. Könnte sein, diese gefalten Gestalten, die haben hier ewig lang rumgewerkelt. Hey, hast du es krachen lassen? Also mit dem Hammer. Die Kisten da haben sich ja bewegt. Okay. Ah! Alles klar. Ach, ich sehe es. Da. Oha. Jetzt geht's wieder rund hier, Leute. Rund. Attacke! Auch viermal perfekt, ne? So muss das. Nein! Ich hab mich vertan. Ja, meine eigene Schuld, weil ich so schnell gedrückt habe. Ich hab zu schnell gedrückt. Immerhin konnte ich es gut abblocken. War jetzt nicht mein, war jetzt keine glorreiche Leistung, ne? Das dürfte dieser Haken sein, ne? Kanaldeckelhaken. Ein Haken, der die Graffiti-Kanäle in Toadtown öffnet. Sonst ist hier nichts. Die Kiste war, sah halt so verdächtig aus, aber mit der ist irgendwie nichts. Mir fehlt hier, glaube ich, irgendwas noch.
Zumindest fühlt es sich so an, als hätte ich nicht die Fähigkeiten, um alles zu erkunden. So was wie ein Weitsprung oder ein Hochsprung. Zumindest war es so in den Vorgängern, dass du nicht immer alles sofort erkunden konntest. Du musstest auch teilweise zurück in die Gebiete. Alles klar. Let's go. Graffiti-Kanäle. Ganz schön dunkel, ja. Warum scheinen all diese Orte so toll zu finden? Kannst du Lichter machen, Mario? Sonst tappen wir hier weiter im Dunkeln. Oh mein Gott, die Musik! Oh, wie cool ist das denn bitte? Oh, sieh mal, da ist ja jemand. Wer ist da? Vortrefflich, ich bin gerettet. Oh Mario, ich musste die Flucht hierher antreten, um mich vor diesen grässlichen Fallschergen zu verstecken. Pardon, sollte ich mich wohl vorstellen, ich bin der Kurator des Miko-Museums von Toad Town. Wir verfügen über eine herausragende Kollektion an Objekten, Musikschätzen, Origami und anderen erstaunlichen Dingen. Man mag es kaum glauben, doch sogar das legendäre Seegefährt namens Super Marino befindet sich in unserem Besitz. Das hatten wir gesehen. Darf ich in Bälde mit deinem Besuch rechnen? Das Museum ist geöffnet, selbst mit all dem origamisierten Verbrechen in der Stadt. Museum Marino, ich verstehe, ich versuche mir lieber diese Worte als das Gesicht dieses Toads zu merken. Wie es immer näher gekommen ist, ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren, aber seine Worte waren vielleicht wichtig. Sollen wir uns dieses Museum in der Stadt mal ansehen? Jetzt gehen wir erstmal weiter. Ach, das waren diese Fledermäuse, die an der Decke hängen, ne? Okay, hier nicht. Es geht auf Zeit. Woo! Holy crap. Gar nicht mitbekommen, dass es auf Zeit geht. Flap-flaps, okay. Yeah! Alter Verwalter. Da muss ich aufpassen. Muss ein bisschen besser drauf achten. Nice. Oh mein Gott, wie viele Gegner sind denn hier? Ich wollte sagen, die lassen wir aus, aber das geht ja gar nicht. Weil da ja eine Stelle ist, die wir reparieren müssen. Alter, wie sollen die jetzt gehen? Nice.
Hier haben wir wieder Energie. Ich finde die Energie sowas sehr schön dargestellt. Ich liebe diese Melodie, die erweckt Erinnerung. Mäuse? Okay. Shit. Ganz ehrlich, shit. Was, die haben das überlebt? Oh oh. Ihr habt mir Münzen geklaut, ihr Schweine! Das habt ihr jetzt davon. Oh mein Gott. Das Gesicht von Mario dazu. Keine Ahnung, wie das hätte gehen sollen. Ist mir auch gerade egal. Was? Ihr habt zu wenig Schaden gemacht? Ach komm schon. Stapelattacke, oje. Get down. Was? Da muss ich ja nichts drücken, ne? Gut. Das ist gut. Oh, wir haben über 10.000 Münzen. Hier ist mein nächster Speicherpunkt. Ganz schön dunkel, warum scheinen all diese Orte so toll zu finden? Kannst du Lichter machen? Ja. Hey, eine Röhre, wo die wohl hinführt? Ich wette, du kannst es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Puh, es ist ja alles unter Wasser. Wasser ist gar nicht gut, wenn man aus Papier ist. Ganz und gar nicht.
Ja, Leute, aber ich mache jetzt an dieser Stelle einen Cut, sage ich Dankeschön fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Herr Fan, und tschüss.